علها تكون صورة وصوت لهؤلاء اللاجئين. Während die Politiker wieder Grenzkontrollen eingeführt haben und leider darüber nachdenken, die Grenzen ganz zuzumachen, versuchen wir von Refugee TV Grenzen aufzulösen. Am liebsten auch auf der Landkarte, aber zumindest mal im Kopf. We came as refugees, but we are media professionals. Wir machen Fernsehen. Be inspired and watch our headlines. Dieses Mal haben wir uns mit dem Thema Angst beschäftigt und das sind unsere Schlagzeilen. Sehe ich gefährlich aus? Nein, nicht. We present the other perspective. Fear is a disease which is curable and the medicine is openness. There's a stone on the ground. It's a marking stone, but in another sense, maybe we've stepped a bit away from the trail. I collected these old footballs in reference to a story that happened, to a situation that happened in Jerusalem, where for 19 years there had been a minefield next to a school. And as you can imagine, if you have a minefield next to a school, you're going to have a lot of footballs lost. And when finally a peace accord was written up, there was a gesture of solidarity made between the Jordanians and the Israelis, where someone would go into the minefield and would collect as many balls as physically possible. And then they were delivered to the school as a Christmas present. Finden, ist es nach wie vor natürlich in den öffentlichen Debatten, ist das im Wesentlichen etwas sehr stark tabuisiertes, Antisemitismus und Islamophobie. Tatsächlich sehen wir aber, dass vor allem in der britischen, also im angelsächsischen Sprachraum generell, aber vor allem die britischen Rassismusforscher dieser Thematik sehr offen gegenüberstehen. Und ich glaube, auch das hat einen politisch-kulturellen Grund.
Ganz einfach, weil es jemanden den Magen umdreht in Österreich, weil sobald man sozusagen über Antisemitismus und Islamophobie spricht, man den Holocaust in Erinnerung hat. Und die Ermordung von 6 Millionen Jüdinnen und Juden ist ja ein großer Einschnitt in unserer Geschichte gewesen. Und sozusagen Antisemitismus und Islamophobie nochmal gemeinsam zu denken, wenn man den Antisemitismus auf 6 Millionen Jüdinnen und Juden begrenzt, ist sozusagen, macht Magenschmerzen. Und deswegen tun sich viele andere damit viel leichter, nämlich dort, wo eben nicht 6 Millionen Jüdinnen und Juden ermordet wurden, wie etwa zum Beispiel in Großbritannien. Deswegen sehen wir etwa in der Literatur, in der akademischen Literatur zu dieser Thematik, dass die sinnvollste Arbeit, die dazu gemacht worden ist, im Wesentlichen hier im angelsächsischen Raum passiert ist und nicht unbedingt im deutschsprachigen Raum. Gerade wenn man historisch noch vor den Holocaust geht, dann zeigen sich ja im christlichen Antisemitismus und auch vorher schon immer Judenverfolgungen und Pogrome, was ich bei Muslimen, die in Europa leben, nicht kenne oder also historisch gesehen mir neu ist. Ich finde es auch schwierig, einen Holocaust, der stattgefunden hat, eben nicht in die Debatte mit einzubeziehen, sondern dann zu sagen, okay, dann setzen wir das halt gleich, Antisemitismus und Islamophobie. Vergleichen heißt nicht gleichsetzen, sondern der Vergleich ist in der Wissenschaft eine Methode, Dinge miteinander in Beziehung zu setzen und zu sehen, welche Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede gibt es. Es geht mir auch nicht darum, historische Gemeinsamkeiten sozusagen gleichzusetzen. Es gibt viele Untersuchungen dazu, dass ja der Islam in Wirklichkeit in seinem frühen Beginn auch als das religiöse Andere gesehen wurde. Also ich spreche in meinen Arbeiten auch über eine christliche Islamfeindlichkeit. Papst Urban II., der damals aufgerufen hat zum Kreuzkrieg und über die Türken, Sarazenen und die Muslime, Mekka als das Bordell und der Prophet als Mohammed als der Antichrist und andere Dinge, sozusagen, wie sie den Islam dargestellt haben, würde ich auch sagen, da gibt es gute Argumente sozusagen, auch hier Parallelen zu sehen. Mir geht es nicht um eine Gleichsetzung. Papers to prove your identity. How did you travel? Who brought you here? Please describe the trip. Did you have to pay them any money? Why? Ja, und so hatten wir die Idee, ein Computerspiel zu dem Thema Flucht zu machen. Und Frontiers ist jetzt eine Modifikation eines sehr bekannten Shooters und zeigt 5 Levels, die jeweils eine bestimmte europäische Grenze darstellen. Hatten wir sowas wie eine radikale Idee, wie wäre es, wenn wir einen Shooter machen, wo keine Waffen vorkommen. Nur haben wir dann dort erlebt, wie es an den Grenzen zugeht und dass Gewalt eine ganz große Rolle spielt und haben eben versucht, dann durchs Regelwerk auch uns mit dem Thema Gewalt auseinanderzusetzen und solche Mechanismen im Spiel zum Beispiel einzuführen, dass es einen Menschenrechtsindex gibt. Who brought you here? Did you have to pay them any money? And why did you leave? Why do you want asylum? Hier Personenstücke aufzuführen, deren Bühnen eben nicht im Theater stehen, sondern in der Realität und die Schauspieler nicht unbedingt wissen, dass sie Schauspieler sind, geschweige denn wissen, dass sie im Moment vielleicht sogar auf der Bühne stehen. Also seit 2014 hat uns das Thema, erst das Thema Syrien und davon ausgehend das Thema Flüchtlingsströme auch nicht mehr losgelassen. Und das hat zu einer recht schnell auch entschiedenen Aktion geführt. Das hieß der erste europäische Mauerfall. Vielleicht haben es manche mitbekommen. Wir haben uns entschieden dafür, die Kreuze der alten Mauertoten in Berlin, die von SED-Grenzern erschossen wurden. Und an diese Leute wird gedacht, jetzt immer noch am Reichstagsufer, diese Kreuze zu entwenden. Zu dem Zeitpunkt, als in Berlin der Fall der Mauer 25-jährig gefeiert wurde. Wir sind die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit. Gestern Mittag ist die Installation Weiße Kreuze, die den Toten an der Mauer gedenkt, aus dem Regierungsviertel in Berlin geflüchtet. Wir haben gesagt, wir können nicht den Fall einer Mauer feiern, wenn währenddessen wir nicht sehen, dass um Europa herum eine neue Mauer entsteht. Das führt dann eben zu sehr
polarisierenden Reaktion, aber das ist eben auch Teil der Kunst, also eben nicht unbedingt das Publikum, nicht die Bevölkerung, wie auch immer, sondern Entscheidungsträger, Multiplikatoren, Verantwortungsträger in eine Art von moralische Druckkammer zu zwingen, in denen sie entweder Entscheidungen treffen müssen oder sich irgendwie verhalten müssen zu etwas, was während einer Aktion noch so und so wirken kann und sich aber erst am Ende der Aktion auflöst, oft als etwas ganz anderes. Allein in Berlin sind bei Fluchtversuchen mindestens 136 Menschen umgekommen, drei noch im Jahr 1989. Die Weißen Kreuze, die wenige Meter vom Reichstagsgebäude an der Spree angebracht waren, sollen an sie erinnern. Sie sind vor einigen Tagen gestohlen worden, mit einer heldenhaften Attitüde und einer pseudo-humanitären Begründung, die man für blanken Zynismus halten muss. Also fühlen wir es jedenfalls, dass die Realität zu dünn, zu rissig ist, um Verstand zu haben und frei nach Heiner Müller die Wirklichkeit zu verunmöglichen, ist für uns die Funktion von Kunst. Und, aber eben nicht nur zu verunmöglichen, nicht nur destruktiv vorzugehen, sondern neue Teile in diese Realität dann eben wieder einzuführen. I want to tell the people also what is going on there, and I want to show it in platform where I have access, in this case would be galleries or museums or whatever. So I post sometimes images in my personal Facebook account, and people, I get reaction, like sometimes people like it, dislike it, because it's violent, but also I'm trying to be sincere on the amount of violence I put on Facebook, because the images I'm dealing with on a personal level every day, what I'm seeing, like videos, it's so hardcore. So I posted this, and it was shared from my personal account like 150,000 times or something. So it went really, really everywhere. I collected five images from five different cities from different time on Damascus, made by people I know, or one actually Spanish photographer. And I peeled out the skin of the photo, so kind of using violence in the photo, because I think there's like three levels of violence applied on this work. I mean, you have the violence from the regime when the regime killed the people in the street, and there's the violence I made as a, like, you know, like almost as a surgery, because you have to be so careful. It's not cut out. It's just like, you know, when you have dead skin, you take it off, and that was what I did. And you have also, I think, the violence from the media here, because when you don't show such an images, I'm not saying that we should deliver violence to people every day, but I think also if you look at the films we watch every day and the video games, it's like full of violence. And then we talk about this as something which shouldn't be shown. Thank you.
zu dem Projekt war eben so aus medialen Debatten, Zeitungsartikeln Texte zu generieren. Und dann ist so diese Idee entstanden, dass ich diese Fassade bespielen kann. Und habe eben so verschiedene Plakate gestaltet, wo es so um verschiedene Themen sich drehen, die eben gerade in den Medien vertreten sind. Genau, und teilweise sind die Sätze eben wirklich so 1:1 Zitate aus Zeitungen und teilweise sind sie inspiriert durch Worte oder durch eine Verbindung von Worten. Politaoke, man wählt seine Rede aus, man stellt sie auf die Bühne, halt das Rede. Du kannst einen Politiker nehmen, das du liebst, du kannst einen Politiker nehmen, das du hast, du kannst einen Politiker nehmen, das dir scheißegal ist. I had a series of discussions on important subjects, starting with a dinner we had last night. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern heran, also an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ist ja klar. Bei aller Hilfsbereitschaft, die wir haben, und bei aller humanitären Verantwortung, die wir haben, funktionieren soll, wenn man nicht bereit ist zu sagen, da gibt es eine Obergrenze, die man verkraften kann, verstehe ich nicht und versteht auch kein normaler denkender Mensch wie Donald Trump, weil die Obergrenze haben sie nicht, sie setzen eine pauschale Prozentualität, eine Gesamtzahl, die unendlich sein könnte. But neither of these candidates is talking about the deep cuts in government spending and returning power to the people. That we are.